Wer erzählt Geschichte zum Zweiten Weltkrieg? Das Museum Berlin-Karlshorst. Gespräche mit ExpertInnen. Vorbereitung auf den Besuch am außerschulischen Lernort. Das Museum ist ein spannendes Exkursionsziel und ein Ort mit vielen Zeitschichten. Es befindet sich am Ort der Kapitulation vom 8. Mai 1945. Im Kalten Krieg beherbergte das Gebäude ein sowjetisches Museum im ehemaligen Ost-Berlin. Heute ist das Museum eine Bundeseinrichtung. Es steht im engen Austausch mit Menschen aus der Ukraine, Belarus und Russland. Im Gebäude und auf dem Gelände des Museums sieht man bis heute Spuren seiner früheren Nutzungen. Seine aktuelle Dauerausstellung »Deutschland und die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg« erzählt auch eindrücklich vom deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Dieses Thema ist komplex und von extremer Gewalt geprägt. Wie können sich Lehrkräfte auf einen Besuch im Museum Berlin-Karlshorst vorbereiten? Dazu sprechen wir in diesem Podcast mit HistorikerInnen und ExpertInnen für Geschichtsdidaktik. Wir, das sind Mirgen Gogez und Arkady Miller, beide Mitarbeitende im Bereich Bildung am Museum Berlin-Karlshorst. Heute sitzen wir in der Bibliothek des Museums Berlin-Karlshorst und werden uns gleich mit Dr. Katja Marotina unterhalten. Sie ist zurzeit Vertretungsprofessorin an der Abteilung für osteuropäische Geschichte an der Universität Bonn und Expertin für Erinnerungsgeschichte. Guten Tag, wir freuen uns sehr, Sie bei uns zu Besuch zu haben. Guten Tag, ich freue mich auch. Hallo Frau Marotina. Sie haben in diesem Jahr mit Franziska Davies das Buch »Offene Wunden Osteuropas« herausgebracht. Dieses Buch haben Sie gestern vorgestellt im Haus der Wannsee-Konferenz. Darin stellen Sie lokale Fallstudien zu Erinnerungskulturen zum Zweiten Weltkrieg in Polen und in Ländern der ehemaligen Sowjetunion vor. Und dadurch machen Sie auf Leerstellen in der deutschen Erinnerungskultur aufmerksam und skizzieren Konsequenzen daraus für unsere Gegenwart und Zukunft. Und im Museum Berlin-Karlshorst befassen wir uns mit der Geschichte des deutsch-sowjetischen Krieges im Zweiten Weltkrieg, aber auch mit der Erinnerung daran. Im Haus sind zahlreiche Spuren des ehemaligen sowjetischen Museums zu sehen, die einen Eindruck von der sowjetischen Erinnerungskultur vermitteln. 1967 eröffnet die sowjetische Armee an diesem Ort, im damaligen Ostberlin, ein Museum für ihre in der DDR stationierten Soldaten. Das Museum richtet sich zunächst nur an Angehörige der sowjetischen Streitkräfte, aber das Panzerdenkmal vor dem Museum ist für alle sichtbar. Dieses Panzerdenkmal ist ein T-34-Panzer auf einem Sockel vor einer Marmorwand, auf der in goldenen Lettern auf Russisch steht, und ich übersetze, die Heldentaten der sowjetischen Soldaten im Kampf gegen den Faschismus werden in den Herzen der heutigen und kommender Generationen ewig lebendig sein. Zitat Ende. Wofür steht das Denkmal in der damaligen Erinnerungskultur? Generell waren die Panzer eben die allerersten Denkmale, die entstanden sind nach dem Krieg, in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Das hing damit zusammen, dass man noch nicht genug Mittel aufbringen konnte, um richtige Denkmale zu bauen. Das Panzer war ein Kriegsgerät, was an sich auch Macht und natürlich auch militärische Überlegenheit und auch eine militärische Abschreckung präsentierte. Deswegen entstanden an den Orten der Schlachten Denkmale als eine Art Ersatz für ein Denkmal, was später gebaut werden sollte. Schließlich wurde aber Panzer als Denkmal an sich, als Denkmal sui generis, in eine Art Denkmalform überführt. Und das steht in der Tradition der Waffendarstellung in der Kriegserinnerungskultur. Wir wissen natürlich viel von Denkmalen, die an die anderen Kriege aus dem 19. Jahrhundert erinnern. Da war die Darstellung der damaligen Waffen auch ganz
normal. Wir sehen beispielsweise Schwerter, wir sehen antike Waffen. Und schließlich war ein Panzer auch eine Art, Waffengattung zu präsentieren. Neben den antiken Waffen auch moderne Waffen. Und das ist nicht nur Panzer, da sind auch Raketenwerfer, die sogenannten Katyuschas, da sind Bajonetten und so weiter und so fort. Das Panzer an sich als Denkmal ist aber keine explizit sowjetische Erfindung. Das allererste Denkmalpanzer entstand in Großbritannien in Erinnerung an den Ersten Weltkrieg und wurde vor dem Imperial War Museum in London aufgestellt. Die Panzerikonografie ist viel internationaler, als man vielleicht denkt. Es ist nicht nur Abschreckung, Heroik und militärischer Triumph, was man damit verbinden soll, sondern ganz allgemein die Mittelknappheit, die noch nicht erlaubt hat, richtige großmonumentale Säule zu bauen und schließlich auch die Tradition der Waffendarstellung in der Kriegserinnerungskultur. Der Panzer ist ja ein zentrales Mittel der Erinnerung in der sowjetischen Erinnerungskultur an den Zweiten Weltkrieg. Welche Funktion erfüllt er da in der sowjetischen Erinnerungskultur? Was ist wichtig in der Sowjetunion bei der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg? Ja, da haben Sie absolut recht, dass Denkmal an sich eine ganz bestimmte Funktion erfüllt. Ne? Das ist Symbolisierung der Macht, der Präsenz des eroberten Raumes oder des befreiten Raumes. Wenn wir zum Beispiel an die Gebiete außerhalb der sowjetischen Macht denken, ne? Dann waren eben da die allerersten Denkmäler, um zu symbolisieren, also ich nehme jetzt als Beispiel Baltikum, baltische Länder, um zu symbolisieren, dass diese Gebiete wieder sowjetisch sind. Also, dass sie nicht wie in der Zwischenkriegszeit national sind, also nationale Republiken, Lettland, Estland, Litauen, sondern da sind sowjetische Gebiete. Das ist eine Art Symbol der Machtrepräsentation und natürlich auch Symbol des Sieges. Die sowjetische Kultur an sich ist aber viel heterogener und vielfältiger. Wir nehmen verschiedene Gruppendiskurse und betrachten diese als auch eine Art Kultur in sich, die mit der Geschichtspolitik des Staates entweder koexistieren oder entgegenlaufen oder konfligieren. Wir nehmen Veteranendiskurse. Und da muss man sagen, dass es eben die Veteranen waren oder die Blockadniki, also Blockadeüberlebende, die allererste Akteure waren für die Verfestigung der Kriegserinnerung. Das ist nicht nur in der Sowjetunion der Fall, das ist auch in westlichen Staaten, wie zum Beispiel in Frankreich, waren es Resistanzkämpfer und die Kommunisten, also politische Häftlinge der Nazis, die Interesse hatten, dass Denkmale entstehen und dass Aufstellungen gemacht werden. Das heißt, es ist nicht nur ein totalitäres sowjetisches Gedächtnis, was von Kreml in einem Art Drehbuch aufoktroyiert wird, aufgedrängt wird und der Gesellschaft so unmittelbar präsentiert werden, sondern es ist die Gesellschaft an sich, die sich daran beteiligt, die besondere Interessen auch vertritt. Es wird oft gesagt, dass die sowjetische Geschichtspolitik so ungesellschaftlich ist, weil es eben an die Heroik erinnert und an die Siege und an den militärischen Triumph. Dabei vergisst man aber, dass es gerade in den Interessen der Überlebende war, der Opfer, der Menschen, die den Krieg einfach vergessen wollten, diesen Krieg so heroisch zu erinnern. Und das ist eben auch nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in Frankreich der Fall. Oft vergessen wir allein die Sprache des Sozialismus und der politischen Opposition, wo es darum ging, nicht zu trauern, sondern weiter zu kämpfen. Und somit hat man sich geholfen, mit dem Trauma fertig zu werden. Die Kommunikation des Schmerzens ist eine Entwicklung eher seit 20, 30 Jahren, nicht früher. Kommunikation des Traumas, das ist jetzt in unserer Kultur angekommen. Wenn wir die 40er, 50er, 60er und noch 70er Jahre nehmen, dann war nichts von Trauma. Wir wissen ganz genau, wie man mit den Überlebenden und Opferangehörigen in den Auschwitz-Prozessen umgegangen wurde, wie Hannah Arendt über Eichmann in Jerusalem geschrieben hat. Da war nichts von Schmerz. Deswegen ist es nicht allein das sowjetische Produkt, nicht an den Schmerz zu erinnern, sondern das ist universelles Motiv der Erinnerung in der Nachkriegszeit. Sie haben jetzt schon selbst die Erinnerung in Deutschland ins Spiel gebracht. Wie sah das im Vergleich
vielleicht in der Bundesrepublik und in der DDR aus? Hat man an diesen Krieg, ich meine jetzt den deutsch-sowjetischen Krieg, erinnert? Und wenn ja, wie? In Westdeutschland hat man an sich selbst als Opfer erinnert, lange Jahre. Es in den 70er Jahren kam etwas in Bewegung, diese Gedenkstättenbewegung, Grabe, wo du stehst, wo man die ersten Gedenkstätte für die vergessenen Opfergruppen, nämlich sowjetische Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiter, errichtet hat. Davor war in Westdeutschland eher das Beschweigen und Selbstbeweinung als Opfer. Auch die Wehrmachtssoldaten wurden als Märtyrer oder Opfer des Krieges dargestellt oder gedacht. Erinnert. Und es hat sehr lange Zeit gebraucht, bis man an sich selbst die kritischen Fragen angefangen hat zu stellen. Das war natürlich die 68er-Bewegung und die Öffnung des Diskurses, wobei es noch bis in die 90er-Nuller-Jahre gedauert hat, dass man von diesem Russlandfeldzug oder Ostfeldzug als einen Vernichtungskrieg angefangen hat zu sprechen. Da hat natürlich die Wehrmachtausstellung sehr viel beigetragen. Ich muss jetzt kurz einhaken, weil die Zuhörerinnen haben es nicht gesehen. Russlandfeldzug haben Sie jetzt in Anführungszeichen gesetzt. Sicher? Können Sie vielleicht erklären, warum? Nun, also, dass man die sowjetischen Menschen russifiziert, hängt natürlich auch mit der Nazi-Propaganda zu tun. Das sind die großen Tradierungslinien, dass man den multinationalen Charakter der Sowjetunion missachtet hat, nicht wahrgenommen hat und darüber auch nichts wissen wollte. Man ist in die Sowjetunion einmarschiert und man hat so getan, als sei man in Russland einmarschiert. Also die Städte, aus denen man Feldpostbriefe geschrieben hat oder Fotografien gemacht hat, wurden dann beschriftet irgendwo in Russland, aber weil man in Witebsk, in Belaya Zerkow und so weiter, also in belarussischen oder ukrainischen Städten, also totale Ignoranz auf dieser Ebene des alltäglichen Wahrnehmung. In der Wehrmacht und auch in den Konzentrationslager hat man die Häftlinge aus der UdSSR mit einem Dreieck mit R beschriftet, obwohl sie aus der Ukraine waren, aus Armenien oder Belarus und anderen Republiken der Sowjetunion. Und das hat sich natürlich in der deutschen Erinnerungskultur gesetzt, dass man von Russland gesprochen hat. Nicht nur in Bezug auf das Land an sich, sondern auch in Bezug auf Russen als eine Art Feindfigur in diesem weit bekannten Diskurs von die Russen kommen. Russen waren Feinde, die waren Vergewaltiger, die waren Diebe, die waren Räuber. Kennt man alles aus der Geschichte der DP-Lager in der Nachkriegszeit. Irgendwann in den 80er, 90er Jahren wurden dann die Feinde Russen zu Opfer Russen. Und bis heute findet man eben in Deutschland an den sowjetischen Kriegsgräberanlagen Bezeichnungen wie russische Gräber oder russische Friedhöfe, wobei da Menschen liegen, die nicht wirklich aus Russland kommen. Wir wissen überhaupt nicht, woher sie kommen, aber aus den Arbeitsscheinen oder aus den Scheinen für sowjetische Kriegsgefangene steht einfach besetzte Ostgebiete. Aber wir haben heute leider immer noch die Vorstellung, dass dieser deutsch-sowjetische Krieg ein Russlandfeldzug war und nicht ein Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion mit extremem Antibolschewismus, extremen Antisemitismus und dem Slawenhass. Sie haben jetzt den Begriff Vernichtungskrieg ins Spiel gebracht. Hat denn die Erinnerung an den Vernichtungskrieg in der DDR eine Rolle gespielt? Viel mehr als in Westdeutschland, viel mehr. Der Diskurs des Antifaschismus war in der DDR leitend. Man kann es kritisch sehen als eine Art Staatspropaganda oder auch ein aufoktroyiertes Bild. Und natürlich hat es die Funktion gehabt, die Bevölkerung in der DDR loyal zur Sowjetmacht zu stimmen, durch dieses positives Identitätsangebot zu sagen, wir waren auf der Seite des Guten. In Stalingrader Kessel formierte sich Nationalkomitee Freies Deutschland, erste deutsche Antifaschisten und Geburtsstunde der DDR. Allerdings war das Wissen, was damit zusammenhängt, in diesem antifaschistischen Diskurs, viel mehr verbreitet. Man wusste über Leningrader Blockade, man wusste über Babi Yar, man wusste über die Orte des Verbrechens. Es war viel mehr Austausch, auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. Natürlich war das Gedenken verzerrt und natürlich waren
Auch in der DDR gab es ehemalige Nazis, die nicht verfolgt wurden, aber nicht in dem Ausmaß wie in der alten Bundesrepublik, wo Prozesse verschleppt wurden, wo man die Fälle nicht verfolgt hat, wo keine juristische Aufarbeitung gab. Und wenn es die gab, dann wurde das von der Presse totgeschwiegen. Vielleicht jetzt ein Sprung in der Gegenwart solcher sowjetischen Panzer in Länder, die im ehemaligen sowjetischen Machtbereich standen. Vielerorts stehen diese Panzer noch, aber es kommt ja auch vor, dass welche abgebaut werden. Auch jetzt in jüngster Vergangenheit, zum Beispiel im estnischen Narva. Könnten Sie uns etwas sagen eben zu den Motiven oder zu den Diskursen, die eben stattfinden, um diesen Behalten oder Abbauen von diesen sowjetischen Panzern? Ja, also ich denke, dass die Denkmäler, die mit der sowjetischen Befreiung in Verbindung stehen, in Baltikum und auch in Polen und auch in der Ukraine abgebaut werden. Es ist eine logische Folge von einer längeren Entwicklung, in der diese Erinnerung eben als eine Art Fremdkörper oder nur sowjetische Propaganda abgetan wird. Das ist die Entwicklung seit der Unabhängigkeit dieser Länder. Und ich würde das überhaupt nicht normativ sehen, das ist einfach jetzt absolut beschreibend. Das ist eine Entwicklung, in der man mit diesem Panzer ja nichts Nationales mehr verbinden kann. Und wenn man die sowjetische Befreiungsarmee in diesen nationalen Diskursen als nicht unsere Armee betrachtet, also nicht nationale Armee, nicht unsere Helden und unsere Befreier, dann ist es nur logisch, dass diese Symbole wie Soldatenskulpturen, wie Panzerdenkmale einfach in der Landschaft rumstehen als eine Art Fremdkörper. Aber jetzt durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine werden sie auch als Symbole der Bedrohung aufgeladen, weil russische Panzer jetzt tatsächlich in unserer realen Zeit auch unmittelbar in der Nähe sind und auch schießen. Insofern denke ich schon, dass bei den Menschen, die sich mit diesem Befreiungsdiskurs nicht identifizieren, diese Symbole einfach nur Angst und auch sehr unangenehmes Gefühl auslösen. Das ist auch ein negativer emotionaler Trigger. Vielleicht nochmal zurück ins Museum. Der Rundgang im heutigen Museum Berlin-Karlshorst beginnt mit dem Erinnern an die bedingungslose Kapitulation. Bevor man den Saal betritt, in dem diese unterzeichnet wurde, macht eine rote Grafik auf einen Erinnerungsort aufmerksam und dort stehen nebeneinander geschrieben 8. Mai 1945 und gleich daneben hinter einem roten länglichen Strich in kyrillischen Lettern 9. Mai 1945, also das Datum des Kriegsendes in Europa. Dies deutet auf zwei Perspektiven auf dasselbe Ereignis an. Wenn wir es verkürzen wollen, eine westliche, also 8. Mai, und eine sowjetische oder postsowjetische 9. Mai. Wie sind diese Unterschiede überhaupt entstanden und welche Funktion haben sie jeweils erfüllt? Entstanden sind diese Unterschiede aus einem ganz profanen Grund. 8. Mai war es in der westeuropäischen Zeit, 9. Mai war es nach Moskau-Zeit. Das hat aber viel tiefer greifende Semantik und Funktion bekommen, nämlich ein erinnerungskultureller Sonderweg in sozialistischen Raum. Zu sagen, am 9. Mai feiern wir unseren Sieg, kann man viel besser, wenn man es nicht zusammen mit anderen Kriegsteilnehmerinnen, Kriegsteilnehmer, ich meine jetzt westliche Alliierten, feiert. Das ist etwas, wo man wirklich bewusst sagen kann, das ist unser Sieg und unser im Sinne von sowjetischen Sieg, was jetzt in der aktuellen Geschichtspolitik auch russischen Sieg heißt, also in der Geschichtspolitik des Kremls. Wir haben aber wieder einmal hier keine besonders exotische Entwicklung oder ein exotisches Phänomen. Das ist bei den Westalliierten auch so, dass da vor allem an die Kapitulation in Reims gedacht wird, die Kapitulation in Berlin aber ausgeblendet wird. Und generell stehen die Westalliierten, Großbritannien, Amerika und Kanada und Frankreich, für sich selbst denken sie an alleinige Bekämpfer des Nationalsozialismus. Wir waren die Einzigen, die diesem absolut Bösen das Ende gesetzt hatten. Da sieht man in den ganzen Mahnmalen, Gedenkstätten in der Normandie, in Liberation Route Europe. Und es gibt auch nicht so viel den Wunsch,
den Ostfront mit einzubeziehen. Und jeder fährt seine Schiene, weil es für ihn die vertraute Schiene ist, wo man eine absolute Eindeutigkeit erreichen kann. Wir haben hier ein Berlin-Museum, Berlin-Karlshorst, mit der Unterzeichnung der Kapitulation in Berlin. Wenn wir aber das Museum der Kapitulation in Reims besuchen, finden wir da kaum etwas zur Berliner Kapitulation. Das sind die Orte, die miteinander nicht im Dialog stehen. Also insofern ist es wieder einmal keine exotische sowjetische Entwicklung. Dieses Museum, sowjetisches Museum, ist entstanden 67. Das heißt, also zu der Zeit der Generation der Söhne, derer, die im Krieg gekämpft haben. Und das ist auch die Zeit, wo überhaupt eine Gedenkkultur sich da breit entwickelt. Weil Sie hatten skizziert am Anfang des Interviews eben, wie das war unmittelbar nach dem Krieg. Mhm. Vielleicht, bevor wir in der Zeit nach 90 wechseln, was dann passiert so 20, 25 Jahre eben nach dem Krieg, eben so in diesem Zeit, ob das irgendwie... Also, sicher. Also in den sogenannten Tauwetter unter Chruschtschow, ne, also ab 53 und vor allem ab 56, in diesem Diskurs der neuen Aufrichtigkeit des Tauwetters, des Liberalisierung des Diskurses, hat man angefangen, auch an die zivilen Opfer zu erinnern. An die, man nennt sie hier friedliche sowjetische Bürger, aber es meint nichts anderes als Zivilisten. Das heißt, man erinnert nicht nur an die Heldentaten der Soldaten, nicht nur an militärische Operationen, die erfolgreich waren für die Sowjetunion, man erinnert auch an die Opfer der Belagerung Leningrads, man erinnert auch an die Opfer der verbrannten Dörfer, an die Opfer der Ghettos und so weiter und so fort. Was bedeutet das für die sowjetische monumentale Erinnerung? Es bedeutet, dass da erste Gedenkstätten entstehen für die verbrannten Dörfer, für diese Opfer, auch für die Blockade Leningrads. Zum Beispiel. Es bedeutet aber auch, dass da bestimmte neue Symbole des Weltkriegsgedenkens entstehen, wie zum Beispiel das ewige Feuer, was natürlich auch zu einer Art Identitätsstiftung durch das Kriegsgedächtnis werden sollte. Alle sowjetischen Initiationsrituale wurden am ewigen Feuer abgehalten. Pionierwein ist bei den neu rekrutierten Soldaten. Und schließlich wurde das auch in die alltäglichen Riten überführt. Zum Beispiel Hochzeitspaare ließen sich am ewigen Feuer fotografieren. Und diese ewige Feueranlagen, sie wurden nicht nur an den militärischen Kriegsgedenkstätten errichtet, sondern auch an solchen Friedhöfen wie für die zivilen Opfer wie Piskarjowa Friedhof in Leningrad, jetzt St. Petersburg. Die 60er Jahre, Ende 60er Jahre, zeichnen sich auch durch eine andere Entwicklung aus, die parallel läuft. Das ist die Starkmachung von Erinnerung an das Kindesopfer. Wir wissen aus der Erinnerungskultur, dass ultimative Opfer eben ein Kind ist. Es gibt kein größeres Opfer als unschuldiges Kind. Es entsteht en masse an Kinderliteratur, die Kinder in der Belagerung Leningrads, Kindertagebücher, das heißt, die Kriegserinnerung soll junge Generationen erreichen. Und es entwickeln sich auch bestimmte Zeremonien, bestimmte Rituale, an denen die Kinder teilnehmen, zum Beispiel die Pilgerfahrten oder Marathonläufe mit Staffelstab von Sewastopol nach Volgograd oder Leningrad, Moskau und so weiter. Also Stab des Gedenkens. Und natürlich, die Kinder schreiben bestimmte Zettelchen, die man dann in 50 Jahren wieder hervorholen soll, wo dann die Botschaft an die Zukunft gereicht werden soll. Also wir sehen sicherlich auch durch diese Kinderperspektive und durch Symbole des Weltkriegsgedenkens wie das ewige Feuer ein sehr starker Schub in Richtung Sakralisierung der Erinnerung. Und seitdem ist die Erinnerung auch im alltäglichen Bewusstsein, auf der alltäglichen Ebene. Erinnerung an den Krieg ist einfach sakral. Wir haben jetzt sehr ausführlich über die staatlichen Erinnerungsinitiativen gesprochen. Und gab es denn in der Sowjetunion auch zivilgesellschaftliche Erinnerungsinitiativen? Und wenn ja, wann werden sie aktiv? Und wie unterscheiden sie sich zu den staatlichen Erinnerungsinitiativen? Also meine Einsicht von dem, was ich weiß, von dem, was ich gelesen habe, viele unterscheiden sich gar nicht zum staatlichen Diskurs. Das ist die Dynamik der Sprache.
Also es ist falsch zu denken, es gab also ein monumentales staatliches Gedächtnis und dann irgendwie so ein konträres, alternatives Gedächtnis in der Gesellschaft, was repressiert wurde. Die Entwicklung ist eher so, dass man einander beeinflusst hat, dass Menschen was initiierten, was der Staat dann übernahm, oder dass der Staat etwas erfand, was die Menschen dann überall in ihren lokalen Praktiken weitertrugen. Ein Beispiel. Also wir haben in Petersburg, in Leningrad, wenn man in die Stadt reinfährt vom Flughafen Pulkovo, diese monumentale Skulpturengruppe für die heroischen Verteidiger Leningrads. Und in meiner Naivität, als ich angefangen habe, mich mit der Erinnerungskultur zu beschäftigen, habe ich das immer als Symbol der Macht und gar nicht mit der gesellschaftlichen Erinnerung verbunden betrachtet. Nun weiß ich aber, dass die allerersten Skizzen noch in der Kriegszeit von belagerten Menschen, also von Leningradern, die angefertigt wurden, diese ersten Skizzen zeichnen diese monumentale Heroik. Und das war der gesellschaftliche Wunsch, in dieser monumental-heroischen Form so an ihre Stadt zu denken. Das ist ein Beispiel, was es einfach deutlich macht. Natürlich gab es Erinnerungen, die repressiert wurden, die nicht weitergetragen werden dürften, wie Erfahrung von Menschen aus den besetzten Gebieten, die diskriminiert wurden während der gesamten Zeit, dass auch in der Familie nicht kommuniziert werden konnte, dass man zuerst unter deutscher Besatzung war, dann verschleppt nach Deutschland als Arbeitssklave, als Zwangsarbeiter, dann in die sowjetischen Filtrationslager und dann in Gulag. Das ist ein Counter-Memory, das konnte, also alternative Erinnerung, was nicht öffentlich werden konnte. Ähnlich mit der jüdischen Erinnerung. Aber gerade in dem letzten, bei dem letzten Diskurs, bei der jüdischen Erinnerung, ist es sehr interessant, wie die Erinnerung an die Blockade Leningrads und die Erinnerung an die Holocaust-Opfer einander beeinflusst hat und in einer Symbiose sich entwickelt hat. So hat man als Jude in Leningrad angefangen, für diese Erinnerungskultur, für die jüdische Erinnerungskultur, sich stark zu machen, nicht an einem beliebigen Ort, sondern gerade am Piskarowo Friedhof in Petersburg. Und das ist bedeutend. Ne? Also da, es ging um Integration der Erinnerung an den Holocaust in die allgemein sowjetische, spätsowjetische Erinnerungskultur. Und gerade deswegen hat er so viel Erfolg. Und gerade deswegen ist die Erinnerung an den Holocaust auch in Russland so entstanden, wie sie entstanden ist. Wir wollten davon ausgehen, von der Entwicklung der Erinnerungskulturen im postsowjetischen Raum, also wie sie sich dann beziehen zu diesem sowjetischen Erbe, vielleicht welche Beziehung sie dann zu diesem sowjetischen Erbe haben, ob sie es immer noch als ihren Erbe sehen möchten oder sich davon distanzieren möchten und was das auch für Folgen hat für die Gegenwart Europas sozusagen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Differenzen auszuhalten und gar nicht mit Gewalt die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Gedächtnisses anstreben. Diese Differenzen gibt es, die werden nur stärker. Wir sind von der gemeinsamen europäischen Erinnerung viel weiter entfernt, als wir noch vor 15 Jahren waren. Es geht sehr stark um Renationalisierung der Erinnerungskultur, das heißt um eigene Opfer und eigene Helden und fremde Täter. Und wir erleben, dass diese Erinnerungskulturen sehr offensiv sind. Sie sind nicht im Frieden zueinander, sondern sie werden als Munition genutzt für die heutigen tagespolitischen Auseinandersetzungen. Man sieht es an den Reden von Staatschefs an allen möglichen Tagen, angefangen von 27. Januar, 8. Mai, 22. Juni und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo wir uns wirklich überlegen sollen, wie wir weiterverfahren, wenn endlich dieser schreckliche Krieg Russlands in der Ukraine vorbei ist. Also wie können wir in der Zukunft so eine geschichtspolitische Instrumentalisierung vermeiden? Und wie können wir, und jetzt sind wir ja in Deutschland und vielleicht erstmal für Deutschland, uns bewusst machen, dass wir Tagespolitik von der Gedenkpolitik trennen. Und das ist ganz wichtig, weil es sind jetzt kaum mehr Zeitzeugen da, die Kriegsgeneration geht weg. Die wussten aber ganz genau, wie schrecklich der Krieg ist und dass das Wert des menschlichen Lebens eigentlich an der ersten Stelle ist.
Und auch hier in Karlshorst geht man ins Museum rein. Man sieht, dass der Krieg nichts Positives bedeuten kann. Man sieht diese Stichwörter Angst, Verlust, Leid, Tod, Sterben. Nichts, was man den Krieg positiv deuten lassen kann. Das ist auch an der Rhetorik zu sehen. Ne? Also Putin sprach beim Überfall auch nicht von Krieg, sondern von einer Befreiungsmission. Ne? Und das sieht man auch, dass diese Befreiung und dieser Frieden und Ende des Genozids, Ende des Krieges etwas ist, womit man in Russland, im postsowjetischen Raum generell was anfangen kann. Niemand will Krieg, niemand findet den Krieg toll. Aber wir müssen das auch deutlich sagen, dass mit dem Weggang der Zeitzeugen der Krieg für uns einfach in so einer diffusen, nebulösen, vagen Form irgendwie zu greifen sein wird. Wir müssen uns tatsächlich an den Krieg erinnern und erinnern, wie schrecklich der Krieg ist. Das ist ganz wichtig. Und das war den Kriegsüberlebenden auch ganz wichtig. Ne? Sie haben das für sich als Pflicht gesehen, dieses Bild vom schrecklichen Krieg zu vermitteln. Und ich denke, dass wir zu dieser Sprache zurückfinden sollen, vom Krieg als einem schrecklichen Krieg. Ich höre in Ihrer Antwort so ein bisschen heraus, dass Sie Ihre Arbeit als Historikerin auch durchaus als sehr politisch begreifen. Sie bezeichnen sich ja auch als Erinnerungshistorikerin. Das heißt, Ihnen ist es wichtig, Geschichte mit Gegenwart und auch Zukunft vielleicht zu verbinden. Wie sehen Sie diese Beziehung? Man kommt leider nicht umhin. Also ich wäre gerne nach wie vor in meinem wissenschaftlichen Elfenbeinturm, aber man wird ja ständig herausgefordert, seine Meinung zu sagen und Gegenwart zu analysieren. Ich bin nicht eine Person, die dann sagt, ich habe Kompetenzen in jeder Frage der Gegenwart, wenn es um Osteuropa geht. Ich denke, ich bin dafür nicht ausgebildet. Ich bin promoviert worden zu Holocaust-Erinnerung in Litauen. Dazu erlaube ich mir, Expertise und Kompetenz anzumelden. Ich schreibe jetzt meine Habile über die Klostergefängnisse im 18. Jahrhundert. Da fühle ich mich auch kompetent. Aber was die militärische Situation oder die politische und gesellschaftliche Situation heute in der Ukraine angeht, da möchte ich sagen, dass es lieber jemand anderer machen soll. Ich denke, dass das Historiker eher für Geschichte tatsächlich zuständig sind. Und wir sind jetzt dazu berufen zu sagen, welche Optionen, welche Möglichkeiten hat man. Aber wir sind nicht dazu berufen, jetzt zu analysieren, was wir jetzt tun sollen in diesem Krieg. Das nicht. Aber das ist meine persönliche subjektive Meinung. Zu dem Krieg selbst also nicht, aber wenn sich äußert auch zu Erinnerungskulturen, äußert man sich zu Erinnerungspolitik und dann hat man mit der Vergangenheit in der Gegenwart zu tun, sozusagen. Sicher, natürlich. Und wie sehen Sie sozusagen Ihre Verbindung als Historikerin? Sind Sie nur Beobachtende dieser Prozesse oder würden Sie sagen, Sie nehmen daran teil, aktiv teil? Nun, qua Amt nehme ich daran teil, weil ich bin in sämtlichen wissenschaftlichen Beiräten von Gedenkstätten. Insofern melde ich mich da schon zu Wort. Aber jetzt würden Sie Gegenwart und erinnerungskulturelle Entwicklung ansprechen, die wir jetzt beobachten. Bin ich eher ein Beobachter und ich teile auch die Befürchtung, die ein ukrainischer Kollege mit mir gegenüber geäußert hat oder Publikum gegenüber auf einer öffentlichen Veranstaltung. Dieser Holocaust-Historiker ist auch ein Holocaust-Überlebender, der ist fast 90, flüchtete aus Kiew und dem kann man nun wirklich keine Sympathien zu Putin anklagen. Und der hat eben den Verdacht oder die Befürchtung, dass der aktuelle Krieg in der Ukraine die Erinnerung an den Holocaust in den Schatten stellt. Und ich teile diese Befürchtung durch diese unsäglichen Analogien, die Sie schon angesprochen hatten. Und dadurch, dass wir tatsächlich das jetzt beobachten, dass in diesem Brei von beide verbrecherische totalitäre Systeme eins vergessen wird, nämlich die eindeutige Befreiungsrolle der Sowjetunion, Armee bei den Befreiung von nationalsozialistischen Vernichtungslagern, bei der Befreiung von Nationalsozialismus,
ganz generell, und sind nun mal tatsächlich unvergleichbare Verbrechen, die den Vernichtungskrieg im Osten und den heutigen Krieg gegen die Ukraine prägen oder darstellen. Und er hat es an einem Beispiel illustriert, sein Fall, wo er tatsächlich das inspirierte ihn oder das motivierte ihn, sich mit Holocaust zu befassen. Abgesehen davon, dass er selbst jüdisch ist. Geschichte im Herbst 1941 im ukrainischen Belaya Zerkow, diese berüchtigte Ermordung von Kindern, bewacht von lokalen Bevölkerung, also von den Ukrainern, aber natürlich initiiert von den Deutschen. Er hat es mir erzählt und dann hat er sich gefragt, ob diese Geschichten dann in der Ukraine später nach dem Kriegsende gefragt sein werden. Und da hat er Zweifel. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit uns zu unterhalten, unsere Fragen zu beantworten. Es bleiben noch sehr viele offen. Und auch für die sehr erhellenden und interessanten Ausführungen, die unseren Hörern bestimmt viel bringen werden. Vielen Dank, Frau Machotina. Vielen Dank für das Gespräch. Wer erzählt Geschichte zum Zweiten Weltkrieg? Das Museum Berlin-Karlshorst. Gespräche mit ExpertInnen. Vorbereitung auf den Besuch am außerschulischen Lernort. Mit Mirgen Gurges, Arkadi Miller, MuseumsmitarbeiterInnen, Lehrkräften und externen HistorikerInnen. Mastering und Sprecher Christian W. Find. Musik Wladimir Wolchenko. Diese Podcast-Serie ist entstanden im Rahmen eines Jugend-Erinnert-Projektes, gefördert von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Produktion Museum Berlin-Karlshorst 2022.